Herzlich willkommen an der Sava, an einem der größten Flüsse aus Kroatien. Ich bin hier verabredet mit jemandem, der den Fluss wirklich total gut kennt. Das ist der Peter Laki und der ist auch schon hinter mir, hat das Boot, ist am Packen. Und Peter, was hast du mit mir vor heute? Was machen wir? Ja, hallo. Erst einmal nach Deutschland, Österreich und an alle Zuschauer. Wir schauen uns erstmal den Fluss ein bisschen an, dann fahren wir ein bisschen mit dem Wallerholz umher, schauen die Waller an, ob sie aktiv sind. Vielleicht kriegen wir einen ans Band. Mal schauen. Ja. Ein Drill, scheißegal. Hauptsache Fisch. Genau, also ihr seht heute kein Karpfenangel. Ich muss heute an die Waller ran. Und Peter ist der Guide. Du stehst natürlich jetzt unter enormem Druck, das weißt du. Wir müssen jetzt einen Fisch fangen. Richtig, richtig. Fisch ist Fisch. Also wenn wir so einen fangen, wir sind glücklich. Das zählt. Also auf geht's. Was für dein Sponsor? Moment, ich spinn den ab. Ah, ich sehe schon, einen guten Penrollen hast du. Ja, cool. Was machen wir jetzt hier, Peter? Ja, wir fangen gleich einen Baum, wenn du deine Rute im Wasser hältst. Das stimmt. Da ist er. Wir versuchen, einen Wels zu fangen. Jetzt kommen erstmal ein paar stinkende Kalamaris drauf und dann klopfen wir ein paar Mal. Ja, da sind sie. Genau. Gut, ich habe jetzt schon Angst. Es ist zum Glück nur 2D und nicht 4D. So, hier sind sie, die Kalamari. Ich habe sie jetzt gerade schon auf den Haken aufgezogen. Ihr seid froh, dass ihr nicht riecht, wie diese Kalamari stinken. Ich wurde auch schon gerade vom Boot verbannt und musste die über die Bordwand halten. So, jetzt geht's los mit dem Stinkteufel hier. Mäßige Natur ja in der Sava. Jetzt haben wir gerade einen Fischadler sitzen sehen hier an den Ufern. Störche lauern hier natürlich auch auf Beute. Ansonsten jede Menge Reiher. Und wir lauern weiterhin auf unsere Raubfische. So, hier hat man jetzt schön gesehen, dass ein Fisch unten am Boden gelegen hat. Aber man sieht eben auch, dass er nicht kommt. Also kommt einer hoch. Guck, da ist einer hoch. Da, ich habe Biss. Und? Geht runter, oder? Nur kurz genuckelt. Da kommt er wieder. Schau, schau, da kommt er wieder. Er zuckt wieder bei mir, ganz leicht. Ich gehe runter. Da kommt er wieder. Zuckt wieder. Ja, es scheint ein kleiner zu sein. Er reagiert wieder, schau. Ich hab ihn. Okay, jetzt geht's los. Na, ist er noch dran? Scheint ein kleiner zu sein. Na, es ist was ganz Kleines. Und weg. Weg ist er. Ha, ärgerlich. Dabei ist heute auch echt ein schwieriger Tag. Ne? Wir haben 26,6 Grad Wassertemperatur. Ja. Es ist sehr heiß. Die Fische sind träge, wir haben schon einige gesehen, aber... Ja, wollen nicht. Ja. Heute ist nicht ihr Tag, aber egal. Wir geben noch nicht auf, weiter geht's. Wir haben ja noch ein paar Kalamaris. So. Da ist er. Hab einen drauf. Gerade gebissen. Peter kennt seinen Fluss. Der weiß, wo sie stehen. Ich habe keine Ahnung, wie groß der Fisch ist. Aber ich würde tippen, ist schnell unterwegs, nicht kein Riese, aber über einen Meter wird er haben. Fisch ist Fisch, habe ich gesagt. Ja, hammermäßig. Erst hatten wir die Bisse und jetzt kommt er. Jawohl, da ist er. Willst du ihn selber packen?
Ja, ich weiß es noch nicht so richtig. Ich muss mir das mal angucken. Mit Drillingen habe ich noch keine Erfahrung mit Wallern. Und mit Karpfenhaken natürlich. So, jetzt holen wir ihn erstmal raus. Einfach das Vorfach mal festhalten, genau. Oh, da ist er. Wenn du einen Handschuh möchtest, gell? So, kurze Übergabe. Na. Linke Hand Handschuh. Noch schlimmer. Ich darf mich hier so dusselig anstellen. Das ist das erste Mal, dass ich hier mit Kalamari auf Wels angel. Greif ihn unten das Vorfach rein. Halt das Vorfach mit der anderen Hand. Mit der rechten Hand halt das Vorfach. Genau. Okay. Und jetzt hebst du ihn an und dann schnappst du ihn dir unten mit dem Daumen ins Maul. Mit dem Daumen. Genau. Okay. Da ist er. 2,50 Meter. Guckt euch an. Kanone. Mega geil, Peter, ey. Danke. Super, freut mich. Ja, mich auch. Nie gemacht, diese Angelmethode, und es hat funktioniert direkt richtig gut. Wir essen den jetzt nicht auf, ich will den Haken rausmachen. Du weißt ja, wie immer filetiert, gell? Nee. Ach so. Okay. Ich bin bei dir. Nix, nur Catch and Release. Nur Catch and Release im Guiding Service, ne? Genau. Gut. Langsam. Da ist er. Sehr schön. Schöner Fisch. Richtig geil. Bock gemacht. Biss kam auch cool. Reingehauen und dann ging es vorwärts. Perfekt. Ich freue mich. Wir müssen noch ein Foto machen. Okay, dann schwimmen lassen. So, wer darf wieder? Noch größer werden, wie er schon ist. Ja, es hat an der Sava geklappt, richtig gut. Wie gesagt, Peter kennt seinen Fluss. Verrat uns doch mal, was machst du eigentlich hier am Fluss? Im Normalfall organisiere ich eigentlich Angeltouren. Und das ist eigentlich das Erste vorweg. Dazu gibt es jetzt einen Bootsverleih. Ich schätze mal, bis in 2 Monaten haben wir richtig voll gut ausgestattete Boote noch zur Verfügung. Wir haben jetzt ein Behelfsboot, mit dem sind wir momentan unterwegs, aber das soll ein bisschen ausgebaut werden. Ansonsten organisiere ich Karpfenangeltrips, Wallerangeltrips, Zander, Raubfisch, vor allem im Winter. Die Sava ist sehr bekannt für sehr große Zander. Regelmäßige Meckerfische sind nicht unbedingt eine Seltenheit. Ja, hab die Bilder gesehen. Wahnsinnsfische habt ihr gefangen. Und für Wallerangler relativ noch unerschlossen. Also ich bin mir sicher, da gibt es einige Überraschungen. Also ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich schätze, dass die 2-Meter-Marke hier definitiv machbar ist. Und was drüber hinausgeht, das ist immer halt, ja, man weiß es halt, es ist halt Angeln. Ja. Das ist halt nicht Fangen. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt sehr viele Fische heute auf dem Echolot gesehen. Und was mir aufgefallen ist, der Fluss ist unheimlich wild. Ja. Und wir haben vor allen Dingen keinen anderen Wallerangler gesehen. Wir sind bestimmt hier heute 15 Flusskilometer gefahren. Mindestens, ja. Aber es ist sehr natürlich noch, unberührt. Richtig, ja. Und hier kann man wirklich noch Pionierarbeit leisten. Ne? Ja, das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Wir sind eigentlich die Einzigen, die hier sowas anbieten in der Form. Und ich hoffe, dass natürlich wir das Gebiet zwar geschützt behalten, dass es also nicht überfischt wird, sondern dass es auch naturbelassen bleibt, aber dass es halt auch einen gewissen Tourismus erlebt, weil die Landschaft hier ist traumhaft, der Fluss ist super, wenig verbaut. Die Leute freuen sich hier über Angler, sie sind richtig glücklich. Habe ich überall erlebt. Jeden Touristen sind sehr happy. Ja. Und ja, ich glaube, das ist die Zukunft hier. Aber wie gesagt, wir wollen es nicht übertreiben. Es soll jedenfalls kein Fischtourismus werden. Ja, aber du machst ja nicht nur Touren und Guidings an der Sava, sondern du hast ja auch für Karpfenangler noch andere Sachen im Programm. Richtig, angefangen habe ich ja mit hauptsächlich abenteuerlichen Karpfenangeltrips. Also unerschlossene Gewässer, nicht diese typischen Paypools, die sie jeder kennt. Zum Beispiel, was für Gewässer hast du im Angebot?
Also ich biete hauptsächlich, also ich habe ein Gewässer, wo wirklich Großfisch fast Garantie ist, wenn man es drauf hat. Okay, dann habe ich, der Rest sind eigentlich alle schwierige Gewässer, wie zum Beispiel der Borowik-Stausee oder der Kruschitzer Stausee, der drin ist. Ja, Megagewässer. Kruschitzer ist Megagewässer. Das ist ein einfach, ich sage immer, das ist ein Traumgewässer. Da hat man eigentlich alles drin, was man sich wünschen kann. Ja. Aber da fehlen die Gäste. Ich weiß nicht warum. Es fehlt einfach, ja, der Krieg ist rum auf jeden Fall. Ja, definitiv. Der Krieg ist vorbei ja. Und das Gewässer verdient eindeutig mehr Beachtung. Ja, ganz tolles Gewässer mit auch großen Fischen, gute Fischfrequenz auf jeden Fall. So, wenn jetzt jemand nach Kroatien kommen möchte zum Angeln, wie erreichen dich die Leute denn? Also im Normalfall steht eine Handynummer bei mir auf der Homepage. Und zwar ist es die www.krokarpfishing.com, also kro-karp-fishing.com. Also, Kro für Kroatien, genau. Karp-Fishing. Okay. Genau. Oder auf Facebook Fischen in Kroatien oder Carp and Catfish Adventures, Croatia. Also da steht eine Handynummer drauf, da steht eine E-Mail drauf. Man kann mich wirklich über verschiedenste Kanäle erreichen. Mittlerweile gibt es auch sehr viele Empfehlungen. Also es ist nicht mehr so, dass da keiner mehr mich Bescheid weiß. Aber genau. Ich bin eigentlich fast immer erreichbar. Genau. Sprichst gut Deutsch, perfekt Kroatisch und... Bisschen Englisch. Guter Anlaufpunkt. Genau. Super, danke. Freut mich, dass du da bist. Ja, von euch tragen wahrscheinlich alle Crocs und genau hier unten sieht man das. Ein riesen Croc-Abdruck. Peter ist nämlich vorhin am Anfang des Guidings volle Kanone weggerutscht und hat jetzt... Zeig mal, wie schön du humpeln kannst. Hat jetzt einen richtig, richtig dicken Fuß hier unten. Aber jetzt durchgezogen. Wir haben den Fisch gefangen. Richtig Hauptsache gut. Draußen. Ja. Vielen Dank. Ihr guckt vorbei bitte einmal auf der Seite, wenn ihr Lust habt auf Karpfenangeln und Wallerangeln, Zanderangeln in Kroatien. kro-karp-fishing.com. Vielen Dank. Danke. Ende und aus.